Es ist zwischendurch, hier vorne gibt es jetzt auch zwei Tannenbäume. Ihr habt gedacht, so eine Lichterkette wäre warm, ne? LED. Keine Wärme. Nur Licht. Blendet. Ist gut. Nein, lass an. Kannst du tragen. Okay. Es gab mein erster Plattenboss, Eckart, wenn der das gesehen hätte, der wäre zu euch gekommen, der hätte das ausgemacht. Er war ein richtig Radikaler. Nee, lass an, ist gut. Kannst du es so blinken lassen? Du hast so eine richtige Fernbedienung in der Hand. Schön. Guck mal. Oh, eine ist ausgegangen. Alles gut. Da ist sie wieder. Hand aus, an euch. Dankeschön. Security! Zurück zu Eckart Gundel, meinem ersten Plattenboss. Der war wirklich ein harter Hund. So viel steht fest, der war alte Schule, so wie er im Buche steht. Ein richtig klischeehafter Plattenboss, aber er war meiner Meinung nach auch einer der ehrlichsten. Und Gott sei Dank war er auf meiner Seite, denn er hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt eine Platte machen durfte. Die erste Wahlplatte ist auf seinem Mist gewachsen. Er hat gesagt, das ist, was der Junge macht und vor allem genauso, wie er es macht. Ich will das gar nicht anders hören. Ich will, dass es so auf Platte feststeht. Und das war quasi mein Erstaufschlag und meine erste Chance. Und er ist wirklich von Anfang an dabei gewesen. Und als ich dann die vierte Platte ihm vorgestellt habe und wir saßen in seinem Büro, Alles brennt war das, da hat er wirklich die Platte zweimal am Stück gehört und er war so ein Typ, der konnte wirklich auch bei einem Song, wenn er richtig ergriffen war, wirklich auch weinen. Und das war so ehrlich und das hat einem so gut getan als Künstler, dass ich das wirklich vermisse. Denn Eckart ist vier Monate vor Veröffentlichung der Alles brennt Platte ist er dann verstorben, sehr plötzlich. Aber er hat vorher noch gesagt, diese Platte, die wird dein großer Durchbruch und er sollte Recht behalten. Und Eckart hat nicht aufgehört, auf meiner Seite zu sein, denn der sitzt da oben mit einem viel zu vollen Glas Rotwein, einer Reval ohne Filter, guckt da oben zu und hat vor allen Dingen jetzt jeden Abend, wenn wir hier waren, dafür gesorgt, dass die Wolken sich schön nach links und rechts verpissen, damit er eine gute Sicht hat und wir hier unten gutes Wetter. Vielen Dank dafür, Eckart, und ich weiß, du hast ein Lieblingslied gehabt, das war Flieg mit mir und den möchte ich jetzt für euch und für Eckart spielen. Bitteschön.